Die menschliche Geschichte und die Geschichte überhaupt lassen sich als ein Nach- und Nebeneinander von Ereignissen und Entwicklungen verstehen. Aber dann und wann werden diese Verläufe von heftigen Umbrüchen und Einschnitten geprägt. Solche Umbrüche können unter anderem in Form einer Revolution daherkommen. Aber was sind Revolutionen? Nun, ganz so einfach ist die Antwort nicht, denn Revolutionen gibt es in vielen Bereichen. Beispielsweise wird das 19. Jahrhundert, in dem Maschinen entwickelt wurden und im Anschluss immer mehr Fabriken entstanden, als Zeitalter der industriellen Revolution bezeichnet. Zum Beispiel wurde mit der Erfindung integrierter Schaltkreise im 20. Jahrhundert die digitale Revolution ausgelöst. Und beispielsweise bezeichnete man im selben Zeitraum die Entschlüsselung menschlicher Gene als wissenschaftliche Revolution. Aber was ist die kleinste Gemeinsamkeit solcher Revolutionen? Zunächst ließe sich allgemein sagen, dass Revolutionen immer einen folgenreichen Wandel auslösen. Folgenreich? Ja. Eine Revolution hat Konsequenzen für eine Gesellschaft. Zum einen solche, die man sofort sieht, zum anderen solche, die sich erst später abzeichnen. Ein Beispiel: Die industrielle Revolution führte schnell zur Entstehung von Großstädten, zu Arbeitslosigkeit und sozialer Not. Das waren kurzfristige Folgen. Aber was diese industrielle Revolution für die Umwelt, die Natur bedeutete, war um 1900 noch nicht abzusehen. Damit zu dem Wort Revolution. Es wurde um 1600 aus dem Lateinischen revolutio abgeleitet. Es bedeutete so viel wie Umdrehung und bezog sich ursprünglich auf ein astronomisches Phänomen, nämlich den Umlauf der Planeten um die Sonne. Das Wort gab übrigens später auch einer mehrschüssigen Handfeuerwaffe ihren Namen, nämlich dem Revolver. Auch hier wurde und wird etwas gedreht, nämlich die Trommel mit dem Patron. Aber am häufigsten wird der Begriff der Revolution doch im Fach Geschichte auf die Umbrüche innerhalb einer staatlichen Ordnung oder eines Gesellschaftsmodells angewandt. Solche Umbrüche passieren meistens plötzlich und überraschend. Zudem gehen sie häufig mit Gewalt einher. Eine wunderbare Ausnahme bot die Revolution von 1989. Damit zu den zwei Richtungen einer Revolution. Es gibt nämlich genau genommen die Revolution von unten und die von oben. Zu den Revolutionen von unten werden die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung 1776 und die französische Revolution 1789 gezählt. Hier ging der Prozess des Umbruchs von den Mittel- und Unterschichten vom Bürgertum aus. Zu den Revolutionen von oben wird beispielsweise die Kulturrevolution in der Volksrepublik China zwischen 1966 und 1976 gezählt. Es ging den politischen Führern in China seiner Zeit darum, bestimmte Elemente aus der Gesellschaft zu verbieten. Diese Revolution wurde von den Machthabern von oben ausgelöst. Aber was macht eine Revolution aus? Damit wird der Bereich der Oberstufe berührt. Da es hier verschiedene theoretische Ansätze gibt, muss man stets auf den Urheber des jeweiligen Modells hinweisen. Zum Beispiel betonte der Historiker Theodor Schieder in seinem Modell, dass Revolutionen im politischen beginnen, aber danach in weitere Bereiche ausstrahlen. Entscheidend ist nach Theodor Schieder für eine Revolution, dass sie drei Bereiche verändert: die aktuelle Regierung, die bestehende Regierungsform und die Gesellschaftsverfassung. Alle Revolutionen seit der Aufklärung bezeichnete Theodor Schieder zudem als totale Revolutionen, und zwar, weil sie eine besondere Eigenschaft hatten. Sie wirkten über die nationalen Grenzen hinaus. Die Französische Revolution hatte beispielsweise Konsequenzen für das Deutsche Reich. Man denke nur an die Gründung der Mainzer Republik 1793 oder den Umstand, dass zum ersten Mal die Ständegesellschaft und die Monarchie in Frage gestellt wurden. Ganz anders wurde die Revolution von der Philosophin Hannah Arendt beschrieben. Auch sie ging in ihren Gedanken auf die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung und die Französische Revolution ein. Entscheidend für ihren Revolutionsbegriff waren vier Dinge. Zum ersten musste ein Neuanfang deutlich sichtbar sein. Zum zweiten sollte Gewalt eingesetzt werden, um zum dritten eine neue Staats- und Gesellschaftsform einzurichten, die zum vierten auf Freiheit und Unabhängigkeit zielte. Diese Annahmen hatten eine Folge, denn Hannah Arendt erklärte mit dieser Setzung, weshalb die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung gelang, die französische Revolution aber scheiterte. Denn die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung zielte auf Freiheit. Die französische Revolution wurde hingegen zusehends zu einer Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Und was löst eine solche Revolution in der Regel aus? Der Historiker Eberhard Weiß nannte fünf Anlässe für eine politische Revolution: eine plötzliche Wirtschaftskrise nach Wohlstand oder infolge einer Naturkatastrophe,
Eine öffentliche Debatte, die die bestehende Ordnung in Frage stellt, die Solidarisierung verschiedener sozialer Gruppen, die mit der bestehenden Situation unzufrieden sind, eine neue kritische Weltanschauung oder eine aufkommende Uneinigkeit unter den Herrschenden. Bleibt noch zu klären, wie so eine Revolution verläuft. Wieder gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Der Philosoph Friedrich Hegel war beispielsweise ein Kritiker der französischen Revolution. Und so sah sein Modell auch aus. Er beschrieb die Revolution als dreiteiligen Kreislauf. Die erste Phase wurde noch von freiheitlichen Idealen geleitet. Die zweite Phase von der Selbstzerstörung der Revolutionäre mit dem Ergebnis einer Schreckensherrschaft. Und indem die Bewegung in einer Diktatur endete, war sie wieder an ihrem Ausgangspunkt angekommen. Die Untersuchungen des Schweizer Kulturhistorikers Jakob Burckhardt führten zu einem ähnlichen Ergebnis. Danach ähneln Revolutionsverläufe einer Fieberkurve. Und er unterstellte, dass sich in der Regel ein Volk nach einer revolutionären, unruhigen Zeit eher wieder einer despotischen Herrschaft fügen würde, weil damit für das Volk Verlässlichkeit und Berechenbarkeit zurückkehren würden. Rex D. Hopper teilte den Verlauf einer Revolution hingegen in vier Schritte ein. Eine anfängliche persönliche Unzufriedenheit an den gesellschaftlichen Zuständen, eine kollektive Erregung, die bereits klare Ziele formuliert, dann den organisierten Widerstand und schließlich die Errichtung einer neuen Herrschaft. Nur, dass aufgrund der Anstrengungen und der fehlenden Erfahrungen im Regieren die neuen Machthaber ihre ursprünglichen revolutionären Ziele erheblich aus den Augen verloren. Man kann das Ganze aber natürlich auch viel kürzer und dennoch irre intelligent zusammenfassen. Damit kommt einer der großen Soziologen des letzten Jahrhunderts zu Wort, Niklas Luhmann. Der bezeichnete Revolution im Allgemeinen als, aufgepasst, Restabilisierungsprogramm einer Population. Das ist eine tolle Formulierung, oder? Der Begriff Revolution sei, so Niklas Luhmann, eine Selbstbezeichnung der Geschehnisse, die während der Französischen Revolution entstand. Und dies mit einem Ziel. Man wollte die neue, moderne Gesellschaftsordnung von der alten klar abgrenzen. Mit dem Begriff Revolution. Und wenn ihr das im Unterricht zitiert, bekommt eure Lehrkraft Schnappatmungen.